Ja, einen schönen Nachmittag. Ich finde, nach der Einstimmung mit den Trommeln kann das ja jetzt hier nur noch dynamischer werden und nach Peter, der gar nicht mehr aufhören kann, weil ihr seht, wie ihn das umtreibt. Rückenwind oder Gegenwind? Ich bin keine Seglerin, aber ich gucke den Seglern immer gerne zu und merke, dass es wichtig ist, wie man sein Schiff aufstellt, ob man dann Rückenwind oder Gegenwind hat. Und ich glaube, darum geht es auch hier bei dem Thema Mitbestimmung in Europa. Ich bin eine leidenschaftliche Europäerin, aber wie ihr auch eine Praktikerin und gucke mir das aus einer ganz praktischen Perspektive an. Es ist jetzt heute schon ein paar Mal gefallen. Wir haben einen Vorschlag der Kommission und der nennt sich etwas sperrig, eine Säule sozialer Rechte. Vielleicht geht es euch, wie es mir ging, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, was soll das denn sein? Eine Säule sozialer Rechte. Säulen sind tragende Elemente und ohne gute Säulen kann kein vernünftiges europäisches Haus wirklich existieren. Und ich will ein bisschen darauf eingehen, was diese Säule beinhaltet, was sie nicht beinhaltet und welche Bedeutung das hat, wie wir unser Schiff aufstellen in Sachen Mitbestimmung, ob wir dann ein bisschen mehr Rückenwind kriegen oder eher Gegenwind und dann gucken müssen, wie wir dann damit umgehen. Das Europa der von heute, und ich denke, der Kommissar Oettinger hat das gesagt, das kam in dem ersten Panel ganz gut raus, Europa ist nicht nur in einer Krise und ist nicht nur in schwierigem Fahrwasser, sondern was wir zum ersten Mal erleben, ist, dass Europa wirklich scheitern kann und dass viele Menschen Gespür dafür kriegen, dass das wirklich passieren kann. Und wir haben viele schwierige Situationen in Europa gehabt. Wir haben auch schon eine Politik der leeren Stühle gehabt. Da sind die Franzosen überhaupt nicht mehr angereist zum Rat. Aber da ging es immer um punktuelle Fragen. Und was wir jetzt sehen, ist, dass wir uns in fast allen grundsätzlichen Fragen, ob das die Herausforderungen von Migration sind, ob das die Herausforderung ist, wie wir die Globalisierung gestalten, ob das auch die soziale Frage ist, kaum noch einigen können. In dieser Situation, in der Europa mehr gespalten ist, mehr auseinanderdriftet, wo die Menschen Gespür haben auch dafür, dass wir Europa demokratischer aufstellen müssen, als es jetzt ist, und ein Gespür dafür haben, dass es in vielen Ländern wirklich ein großes soziales Defizit gibt. In dieser Situation hat der Kommissionspräsident Juncker gesagt, ich möchte gerne einen Vorschlag machen, um Europa sozialer aufzustellen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt neulich noch mal nachgeguckt, nur zur Erinnerung. Schon bevor er Kommissionspräsident wurde, hat die Hans-Böckler-Stiftung ihn zu einem europäischen Gespräch eingeladen. Und da hat er schon wörtlich gesagt, ich möchte gerne vernünftige europäische Mindeststandards in allen sozialen Fragen haben. Und er hat da auch explizit sich eben als ein Befürworter der Mitbestimmung geoutet. Was aber hat die Kommission dann vorgelegt? Und zwar, ich würde immer noch sagen, am Anfang gegen den Widerstand von vielen Mitgliedstaaten, die das nämlich nicht wollten, weil sie gesagt haben, Sozialpolitik, das ist nationale Angelegenheit, da wollen wir eigentlich nicht, dass uns da jemand reinredet. Da hat sie eine Säule sozialer Rechte vorgelegt. Und was ist das? Das ist ein Heftchen mit 20 Prinzipien. Die sind nach 3 Schwerpunkten geordnet. Das erste ist Chancengleichheit und der Zugang zum Arbeitsmarkt. Wichtiger Bereich. Der zweite Bereich sind faire Arbeitsbedingungen. Da seid ihr die Praktiker. Da sind wir die Praktiker hier. Und einen dritten Bereich, in dem es im Prinzip darum geht, eben Sozialschutz und soziale Inklusion zu fördern. Der Peter hat vorhin gesagt, bei diesen 20 Prinzipien, da steht eigentlich zur Mitbestimmung nichts drin. Das hat sozusagen eine Schlagzeile. In der Präsentation von Anke kam das vor, dass wir auf der einen Seite individuelle Rechte haben und kollektive Rechte. Diese 20 Prinzipien, die fassen zusammen, was es gibt. Die gehen zum Teil darüber hinaus, was es die individuellen sozialen Rechte anbelangt. Und bei den kollektiven sozialen Rechten, da müssen wir unbedingt noch nachlegen. Aber ich will euch das präsentieren, weil aus meiner Sicht ist diese Säule sozialer Rechte eigentlich nur ein Türöffner.
Die Tür zum sozialen Europa, da haben die Briten für gesorgt, die war geschlossen. Es kamen kaum noch Vorschläge auf den Tisch und das hing damit zusammen, dass die, sozusagen der Slogan Europas war Wettbewerbsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit. Und es war ein Verständnis von Wettbewerbsfähigkeit, wo soziale Regelungen eigentlich die Wettbewerbsfähigkeit einschränken. Ihr als Praktiker wisst, dass es eigentlich das Gegenteil ist, dass mitbestimmte Unternehmen sehr wohl, und das sieht man auch im Vergleich im Internationalen, eigentlich die wettbewerbsfähigeren sind. Aber das war verschlossen und jetzt ist diese Säule da und die Frage ist, was machen wir mit dieser Säule? Aber bevor ich darauf eingehe, will ich euch noch einmal zitieren, deswegen habe ich mir den Zettel mitgebracht. Das ist nämlich das Prinzip Nummer 8. Und da will ich nur einen kleinen Teil vorlesen, weil ich glaube, das gibt einen Einblick darin, was das Problem sein könnte, aber auch wo eine Lösung liegt. Also in diesem Prinzip heißt es, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder ihre Vertretungen haben das Recht auf rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung in für sie relevanten Fragen, insbesondere beim Übergang, der Umstrukturierung und der Fusion von Unternehmen und bei Massenentlassung. Das ist eine Formulierung, die ein Stück darüber hinausgeht, was wir in Artikel 27 der Grundrechtecharta haben, weil da auch das Recht auf Unterrichtung und Anhörung drinsteckt. Aber es ist gekoppelt auf die Niveaus, die wir auf nationaler Ebene haben. Da heißt es nämlich, für die Arbeitnehmer oder ihre Vertreter muss auf den geeigneten Ebenen eine rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung in den Fällen und unter den Voraussetzungen gewährleistet sein, die nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vorgesehen sind. Der Peter hat gesagt, das Glas ist ein Drittel voll. Dieses Prinzip eröffnet die Möglichkeit, aus meiner Sicht, wenn man das Schiff gut aufstellt und wenn man politischen Druck macht, um zu sagen, wir brauchen europäische Mindeststandards in allen Ländern für bestimmte Formen der Information und Konsultation oder wie in der Charta der Arbeitnehmer, da sprechen wir eigentlich von Partizipation. Und aus meiner Sicht müsste das und ist es auch eine der zentralen Forderungen sein, für die nächste EP-Wahl, für die nächste Kommission zu sagen, hier brauchen wir vernünftige Mindeststandards und dass wir den Wind dieser Säule sozialer Rechte nutzen, für unser Anliegen, die Mitbestimmung zu stärken. Wenn wir uns jetzt aber diesen Rechtsetzungsvorschlag, der hier immer wieder aufgeploppt ist, mit dem gesellschaftsrechtlichen Paket angucken, dann ist aus meiner Sicht eine der ersten Kritikpunkte, dass sie absolut das Prinzip, was in dieser Säule sozialer Rechte formuliert ist, unterläuft. Das ist nicht in Einklang zu bringen mit dem, was die Kommission vorgelegt hat, weil die Kommission sagt, diese Säule sozialer Rechte soll ein Kompass sein für die Angleichung nach oben. Und zwar dadurch, dass wir europaweit bestimmte Mindeststandards schaffen. Und der Peter hat es gesagt, was macht dieses Paket? Das Paket sagt, okay, da wo wir bestimmte Mitbestimmungsregelungen haben, da schützen wir die schwach, aber in dem Rest lassen wir alles so, wie es ist. Und so funktioniert es natürlich nicht. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, um Juncker und den anderen Kommissaren zu sagen, wenn ihr schon so eine Säule formuliert und wenn ihr schon sagt, das ist jetzt ein Projekt, um Europa sozialer zu machen, dann müsst ihr auch konsistent sein in dem Handeln eurer Kommission. Und dann muss man auch dem Parlament deutlich machen, dass ich mit Mehrheit, mit großer Mehrheit, von allen demokratischen Parteien für diese Säule sozialer Rechte ausgesprochen hat, den Druck machen im Parlament, wenn sie jetzt, wie Jo Leinen auch gesagt hat, sich dieses Company Law Package angucken, dieses Paket, dass sie sagen, das müsst ihr aber in Einklang bringen und dass man dann entsprechend auch nachlegt und das überarbeitet. Und ich glaube, es reicht nicht aus zu sagen, das Paket geht auf keinen Fall so raus, wie es reingegangen ist, weil es gibt überhaupt kein Legislativstück, das so rausgeht, wie es reingegangen ist, sondern was sichergestellt werden muss, ist, dass es auf keinen Fall rausgehen kann, wenn es nicht maßgeblich verbessert ist und dass wir es nutzen, um zu sagen, wenn wir Europa wieder auf soziale Füße stellen wollen
und auf demokratischere Füße. Dann gehört die Demokratie am Arbeitsplatz dazu und dann darf es in anderen Bereichen keine Regelungen geben, die die Mitbestimmung, die Partizipation und die Demokratie am Arbeitsplatz untergraben. Und dafür... Und dafür braucht es euch. Nicht nur, ich hoffe, ihr habt in der Zwischenzeit, wo ich rede, schon alle in eurem Handy die Erklärung unterschrieben, sondern wirklich durch Aktion. Weil das Zeitfenster, das ist heute hier klar geworden, das Zeitfenster ist relativ klein, unter dem das passieren kann. Das bedeutet, es muss in den nächsten Monaten passieren. Und deshalb kann das nur funktionieren, wenn wirklich viel mehr Druck gemacht wird. Und Druck heißt für mich, das reicht nicht, so einen Aufruf zu unterschreiben, sondern Druck heißt, dass die Gewerkschaften fähig sind, wirklich in Brüssel, in Straßburg, überall deutlich zu machen, dass wir vernünftige Regelungen hier wollen. Von Wild West hat niemand was, aber dass die Regelungen so, wie sie sind, inakzeptabel sind und dass wir ganz klar machen, wo wir die Änderungen wollen und dass wir sagen, es ist wunderbar, dass ihr uns jetzt ein drittelvolles Glas gegeben habt. Manche denken, es ist ein halbvolles, aber ich würde darüber nicht streiten, sondern zu sagen, wir müssen das jetzt nutzen, um wirklich konkrete Rechtsetzungsvorschläge zu bekommen, und zwar solche, die nicht nur die Demokratie am Arbeitsplatz und die Mitbestimmung stärken, sondern auch solche, die dafür sorgen, dass wir die prekäre Arbeit, die sich ausbreitet in Europa wie ein Krebsgeschwür, bekämpfen mit vernünftigen Mindeststandards in allen Ländern, dass wir faire Arbeitsverträge kriegen und Bedingungen und last but not least, dass wir sicherstellen, dass alle Menschen auch einen Zugang zu Sozialversicherung haben, egal auch in welchen neuen Formen der Arbeit in Bezug auf Plattformarbeit und andere neue Formen der Arbeit, dass sie da eben einbezogen sind und dass wir nicht mehr und mehr auch Normalarbeitsverhältnisse weiter unterhöhlen. Deshalb denke ich, einen dicken Rückenwind gibt es nicht, aber wir müssen das Schiff so aufstellen, dass wir von dem Rückenwind, den das entwickelt hat, profitieren und dass wir entsprechend die Segel setzen und entsprechend große Segel setzen, damit wir hier vorankommen. Und deshalb hoffe ich, dass auch diese Debatte heute dazu beiträgt, dass wir nicht nur wissen, was da vor uns liegt, sondern dass wir es auch wirklich schaffen, entsprechende Segel zu hissen. Und deshalb freue ich mich auf die Debatte und höre jetzt auch auf zu reden. Ja,